Heute geht es nicht auf Xiaomi. Ne, 3, 2, 1, 0. Leute, Leute, heute wird es dem Yoshi an den Kragen gehen. Oh Gott, das wird schlimm, das wird traurig. Oh Gott, aber zum Aufwärmen kriegt Yoshi erstmal dieses Level, nämlich von einem Namenslosen. Okay, aber das hat auch keiner geschafft. Aber egal, Yoshis Underground sieht ein bisschen freundlicher aus. Und jo, ich hoffe, Yoshi wird nicht zu oft sterben. Und ja, in einem anderen Level sind wir auf jeden Fall Yoshi und hier kriegen wir eine Yoshi. Okay, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Aber ich glaube, dieses Level hier könnte auch ziemlich gemein sein. Aber mal schauen. Und wir brauchen das, den P-Switch. Ich weiß nicht, ob ich den direkt hätte drücken sollen. Und oh Gott, das fängt ja ultra ungemütlich an hier. Aber ich glaube, ich aktiviere den P-Switch direkt. Und oh nee, jetzt kommen schon wieder so schwere Level. Oh mein Gott, wo man die ganze Zeit irgendwie getroffen wird und irgendwie stirbt und ich... Warum kriege ich diesen Pilz nicht? Warum kriege ich diesen Pilz nicht? Aber egal, das müsste so passen. Das müsste jetzt so passen und... Ich werde zerquetscht. Natürlich. Natürlich. Und gleich am Anfang so eine Stelle. Okay, dritter Versuch. Das muss jetzt einmal hinhauen. Und, nee, okay, doch, vielleicht. Natürlich kriege ich wieder den Pilz nicht. Alles klar. So, und ich warte jetzt hier einfach mal ab. Kann man ja machen. Ich muss ja nicht direkt auf die Plattform. Okay, und jetzt trifft mich der Notenblock. Okay, vierter Versuch, würde ich sagen. Und das sollte eigentlich das gemütlichere Level sein. Und naja, immerhin stirbt Yoshi nicht, sondern nur Mario wird gequält. Aber, oh Gott, wie soll das dann weitergehen mit Yoshi? Ich weiß es nicht. So, ich warte jetzt wieder ab, bis die Plattform wieder weiter unten ist. Kann man ja machen. So, von was werde ich jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Und ach so, man muss klein sein, damit man hier besser durchkommt. Okay, alles klar, ich verstehe schon und ich verstehe auch das, mehr oder weniger. So, und ist der Panzer... Ja. Ja, natürlich. Ist der Panzer jetzt eingekasselt? Ich hoffe doch. Oh nein, und da ist die Kreissäge. Ach komm. Okay. So, ich schneide mal. Okay, ich bin zwar klein, aber ist mir egal, Hauptsache ich komme hier durch. Und Koopa-Panzer, natürlich. Okay, wo war der denn eingekesselt? Da irgendwo drin, ne? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der Mancher aktiviert wird, wenn der Boden nicht sichtbar ist, aber ich mach's lieber so. Gut, dann bin ich safe. Und, okay, ich dachte jetzt, dass da eine Piranha-Pflanze rauskommt. Okay, zum Glück nicht. Und jetzt müsste ich mal so langsam aber sicher den Yoshi kriegen. Das will ich doch hoffen. Und Bowser Jr., hat der einen Schlüssel? Das weiß man halt nicht, ne? Das müssen wir halt jetzt auch irgendwie prüfen. So. Und Bowser Jr. kommt... Er kommt hier hoch, oder? Kommt der hier hoch? Nö. Nö, der kommt hier nicht hoch. Und der hat einen Schlüssel. Alles klar. Aber zum Glück kriegt man immerhin unendlich viele Feuerblumen. Das ist doch nett hier. So, das Level wird jetzt so langsam, aber sicher netter, habe ich das Gefühl. Und wenn Yoshi kommt, ich hoffe, der Bauer, der Namenslose, ne? Oh mein Gott, den hat er bestimmt verdeckt, damit er nicht weiß, wer das hier war. Das ist bestimmt so ein Trolling-Level. Irgend so ein Troller. Why? Nee, er hat den Namen hier im Formular geschrieben. That Guy Mark. Okay, das müsste seine allererste Einsendung hier bei mir sein. Und ich weiß nicht, ich könnte die Bombe theoretisch eventuell nutzen und die in der Luft zersprengen lassen. Und ich muss das tun? Ich muss das tun? Nee. Nee, jetzt. Okay. Aber vielleicht kommen die Bowserflammen. Ja, vielleicht kommen die Bowserflammen so hoch. Also, das muss jetzt eigentlich so sein. Weil ansonsten... Ja, okay. Nee, das geht ja nicht kaputt. Das sind ja keine großen Bowserflammen. Was ist das für ein Level wieder? Oh nö, ey, das macht keinen Spaß. Also, ihr müsst mir nicht irgendwelche unfairen Level einsenden, die man nicht wirklich gut schaffen kann. Ein Checkpoint gab es ja hier auch nicht, ne? Das ist dann auch nicht lustig. Das ist dann auch nicht angenehm zum Aufnehmen. Das ist... Ich weiß es nicht, das ist einfach nur Frust. Und jetzt fange ich hier wieder an. Aber ich probiere, ich spiele nochmal dahin. Ne, zur Not gehe ich halt auch wieder hier in den Baumeistermodus, aber das habe ich eigentlich nicht vor, die ganze Zeit zu machen. Aber wenn Leute meinen, mir irgendwas extrem Hardcore-mäßiges einzusenden, dann
Ja, dann reagiere ich halt darauf, dass ich halt schnell in den Baumeistermodus gehe. Irgendwie muss ich es ja machen. Ich will ja auch das Level zeigen, ne? So ist es nicht. Aber es ist hier schon wieder. Es fängt schon wieder so an. Und das war jetzt das Aufwärmlevel. Ich wollte eigentlich das andere Level, ne, mit der 0,5% Abschlussquote. Das wollte ich eigentlich als Hauptlevel spielen heute. Aber das wird ja nichts. Ich meine, ich bin ja hier schon locker 10 Minuten jetzt dran. Ich habe nicht auf den Timer geguckt, aber. Okay. Aber vielleicht ist das andere ja leichter, ne? Der Fabio baut ja eigentlich nicht so schwere Level und manchmal hat die Abschlussquote ja schon etwas anderes gezeigt. Naja gut, wir sehen uns dann hinten nochmal. Und ich muss den Bowser Jr. halt jetzt nochmal töten. Und ja, hätte mich der Hammer getroffen, jetzt wäre ich direkt in den Baumeistermodus gegangen. Und einmal probiere ich es noch, einmal probiere ich es noch. So, dann bin ich wieder. Und das Problem ist, die Bomben kommen ja nicht unendlich. Ja, jetzt ist eine Bombe schon kaputt. Toll. Aber das muss ich ja machen, um die Gegner hier irgendwie abzuräumen, ne? Die Bombe, die bleibt bei mir. So, das ist doch Schwachsinn. Jetzt muss ich hier im richtigen Moment oben sein, okay. Alles klar, bestimmt ist hier irgendein versteckter Block, ne? Ich kann es mir sehr gut denken. Ich kann es mir wirklich sehr gut denken. So, gehen wir mal nach oben. Und schauen, was da jetzt abgeht. Warum? Okay, okay. Wahrscheinlich war da ein unsichtbarer Block mit einem Schlüssel. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Bowser besiegen, oder was? Ja. Okay, Bowser, geh mal da weg. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Wenn du da weggehen würdest. Ja. Nee, nee, der verarscht mich. So. Komm mal hierher. Komm mal hierher, Bowser. Genau. Und dann kriege ich die Feuerblume und dann feuere ich dir ordentlich in den Hintern. Aber auch das ist sehr, sehr unbequem und man hat nur eine gewisse Zeit, aber hier ist die Zeit zum Glück tolerant. Und der Checkpoint, okay. Ich glaube, ich gehe nachher zum Spaß in den Baumeistermodus und gucke, ob da bei der einen Stelle ein Schlüssel war. Das will ich echt wissen. Und Yoshi ist hier, okay. Alles klar, um den geht's ja eigentlich in dem Level. Und das halbe Level über, ja, ging es nicht um ihn. Und hier kann man raus. Da wäre ich auch fast drauf rausgesprungen und dann hätte ich neu starten müssen. Und ja, da muss man auch immer drauf achten, dass da nichts passiert. Okay, okay, diese Sprünge hier kenne ich. Die sind kein Problem. Und ich denke mal, ich muss den Yoshi bis zum Ende mitnehmen. Und das X2, das X2 haben wir gefunden. Das ist doch schön. So, jetzt kann ich ja in Ruhe eigentlich sterben. Und wofür brauche ich den Propellerpilz? Ich weiß es nicht. Egal, egal. Wir nehmen ihn dann mal mit. Und Schaden tut er ja nicht. So, Yoshi. Oh mein Gott. Ich sehe es mir schon. Ich sehe es ja schon, dass der Yoshi stirbt. Und ja, ich brauche Feuer. Na toll. Na toll. Ja. Aber da war immerhin ein Checkpoint. Von daher kann ich da wieder hin. Und der Abschnitt war jetzt nicht, sah jetzt nicht so schwierig aus. Von daher sollte das gehen. Okay. Yoshi, komm her. So. Und ich hoffe, es geht. Ich hoffe es. So. Und ich hätte es mir eigentlich denken können. Die Bauweise war schon so. So wie in meinem Level. So wie in einem Level von Jan damals. Das war noch ganz früher so. Ne, da hätte man sich denken können, dass man hier Feuer schon mitnehmen kann. Und ja. Ich muss mich leider wieder umbringen. Obwohl da oben war ein Yoshi. Aber egal. So, passt schon. Ach ja, ja, natürlich der Hammer. Er tötet mich auch einmal, okay. Alles klar, darauf muss man auch aufpassen, okay. Ach komm und... Okay, jetzt versuchen wir den Yoshi da oben zu holen. Aber leider... Oh mein Gott. Es sind hier so viele Sachen. Und das sind sogar mehrere Yoshis, okay. Das Problem ist, ich muss mir halt jetzt direkt auch das Feuer nehmen und... Natürlich bringt er mich um, okay, okay. So, nochmal. Okay, jetzt weiß ich, dass da Stacheln sind. Und jetzt nehme ich mir die Flammen hier und dann sollte das gehen. Die sind ja auch markiert, okay. Schön und gut, jetzt werde ich von oben beschossen, das passt. So, das kann Yoshi sich schnappen, beziehungsweise da ist der nächste Checkpoint gleich. Okay. Der kam jetzt mir eigentlich schon fast zu schnell. Ich meine, das Gedöns da am Anfang, das war ja so eine Art Scrolling. Ne, dann der Bowser Jr. Fight, hat auch lange gedauert, also der Checkpoint-Verteilung ist hier nicht so geil und man braucht den Koopa-Panzer nicht. Okay, gut, Yoshi, bleib bei mir. Bleib bei mir. So. Und den Bowser Jr. sollten wir eigentlich mit Wandsprung kriegen, jawohl. So, wir müssen den gar nicht umbringen, habe ich das Gefühl.
Außer Yoshi. Ja, Yoshi muss natürlich mit. Den will ich natürlich mit drum und warum springe ich ab? Und jetzt bin ich doch froh um den Checkpoint und ich hoffe, die Checkpoint-Verteilung ist so, dass jetzt direkt das Ziel kommt nach dem Bowser Jr. Das wäre echt nice und ich besiege den jetzt mal offscreen. Oder auch nicht. So. Und ja, Yoshi bleibt hier. Okay, zum Glück haut der Bowser Jr. auch Panzer raus. Das ist sehr wichtig. So, Bowser Jr., komm her. Jetzt bin ich zwar klein, aber egal, das sollte passen, trotz allem. Jo, ich hab vorher zu früh diesen Wirbler gemacht, das war nicht gut. So, aber jetzt habe ich Yoshi dabei. Und Yoshi ist mein Freund. Mal schauen, was hier kommt. Und ich hätte ihn nicht gebraucht, den Yoshi, okay. Was ist das hier? Ist das eine Reset-Tür? Nee, ein Blue X2-Raum. Okay, ich bin am Ziel. Okay. Bin am Ziel. Also die Checkpoint-Verteilung ist echt so, dass am Anfang etwas ganz Langes kommt, dann so mittellang und dann ganz kurz. Okay. Alles klar, hier ist auch das Ziel. Und ich würde sagen, ich mache noch ein Level, aber ich nicht das Level, was ich ursprünglich geplant habe. Ja, vielleicht wird das dann die Yoshi-Massakrierung Teil 2. Wer weiß. Wer weiß. Oder ich heb mir das Level für irgendwann anders auf, genau. Es gibt jetzt auf jeden Fall ein anderes Level. Yo. Bis gleich. So, eigentlich wollte ich jetzt dieses Amiibo Song Quest Level spielen, aber das ist vom Nico. Und ich weiß, dass er mir mal versprochen hat, keine Level mehr abzubauen. Beziehungsweise das war dann sein Bruder oder irgendwie so, der gesagt hat, dass der das abgebaut hat, seine Level löscht, die er abgebaut hat. Aber wenn ich jetzt auf das Profil gucke, muss ich leider sagen, ne, Nico, ich werde nie mehr ein Level von dir spielen, weil ich finde das schon dreist. Ich meine, wenn man schon so gesagt bekriegt, dass man die Level löschen soll oder eigenes bauen soll, ne, und dann sowas sieht. Sogar von mir hat er die Idee 1:1 übernommen. Also, ich weiß nicht, also ich sehe es zumindest auf dem Thumbnail, das ist auch geklaut. Das ist auch geklaut, also ich weiß nicht. Also, von dir werde ich keine Level mehr spielen. Tut mir leid, ja, ich weiß nicht, ne? Und genau deswegen ist der Verdacht auch immer da, wenn etwas zu gut aussieht und ich weiß, dass die Person jünger ist, dass es eben geklaut ist, ne? Und da bin ich dann immer vorsichtig, bevor ich da groß rumlobe, ne? Genau solche Leute wie Nico oder wie Christian, ne? Sorgen eben dafür. Schade, schade, schade. Aber jetzt weiß ich dann zumindest Bescheid. Und jo, vielleicht sieht das nicht. Ist mir egal, also von Nico werde ich kein Level mehr spielen. Dafür werde ich das Level von Nintendo spielen, genau. Ne, auch wenn das hier einfach aussieht. Ich weiß, okay, hier von Nintendo, das ist bestimmt von ihm selbst. Und das wird mir auch Spaß machen. So, und ich weiß nicht, warum man sich da immer wieder an anderen bereichern will. Das verstehe ich nicht und ich bin da auch konsequent dagegen. So, und genießen wir jetzt dieses Level hier. Und ich hoffe, es kommen hier immer weitere Sterne raus und das sieht so aus, okay. Ich überprüfe die Röhren, ich habe die Beschreibung jetzt nicht gelesen. Aber sollte ich sterben, dann werde ich es tun. Oh Gott. So, aber ich denke mal, das ist am Original angelegt. Ja, das ist am Original angelegt, oder? Genau, das Level solltest du bereits kennen. So, ich überlebe hier noch. Und ich gucke hier parallel. Oh Gott, ich sollte nicht parallel die Beschreibung versuchen zu lesen. Das wird mich hier umbringen eventuell noch. Aber hier haut er nicht so viel das Feuer raus und das passt. Ach, die Buhus! Die Buhus blockieren das Feuer, okay. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, da kann ich die Beschreibung lesen. Dieses Level könntest du bereits kennen. Das ist das erste Level von 2D Mario Jump'n'Runs Karriere. Okay, von Marios 2D Jump'n'Run Karriere, genau. Altbekannt und doch ganz anders. Ein Remix halt. In dem Level ist auch ein schwer verstecktes Ultra-Secret versteckt. Wenn du es findest, wirst du dich wie ein König fühlen. Hoffe ich, okay. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht ist es ein X2-Secret, wer weiß. Aber es klingt so ein bisschen danach. So, das ist eine coole Idee hier, den Bowser so aufzuhalten. Mit so einem Behu-Kreis. So, ich müsste jetzt... Ja, ich muss, glaube ich, ein bisschen aggressiver rangehen. Sonst kriege ich da nicht den schnell down. Genau, ich springe jetzt halt in den Behu-Kreis gleich rein. Genau, das ist eine coole Idee. So. Um den Bowser-Kampf noch zu verschweren. Und jetzt bin ich doch nicht reingesprungen. Aber egal, ich krieg ihn auch so. Genau, 1-2. Jawohl. Jawohl. Wenn man den Takt hat, dann kriegt man ihn auch so. Sehr gut. Aber jetzt ist er außerhalb. Und jetzt gehe ich rein. Und verliere natürlich die Feuerblume. Oh Gott. Okay, aber gut, dass es
dass es die unendlich oft gibt. Aber jetzt, ja, jetzt wieder in der Position. So, perfekt. Und jetzt müsste er eigentlich auch bald sterben. Ich habe ihn doch jetzt schon sehr oft getroffen eigentlich. So. Ja, wie viel hat er denn noch? Wie viel hat er denn noch? So. Oh mein Gott, ich habe ihn doch jetzt mindestens 18 Mal schon getroffen. So. Ja. Oh Gott, ich treffe ihn doch dauernd. Ich treffe ihn doch fast dauernd. Oh mein Gott, wie viel Leben hat er noch? Okay. So, und wo ist die Bossmusik? Hier, hier ist die Bossmusik. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt kann er auch mal bald sterben hier. Warum lebt er so lange? Ich habe den doch jetzt schon locker 21 Mal getroffen. So, jetzt hat. Danke. Danke, danke, danke. Und ist das das Ultra-Secret hier eigentlich? Nee, jetzt bin ich wieder nur der normale Mario. Ich weiß nicht, ich wäre ganz gerne Feuerblumen-Mario gewesen, aber naja. Ich werde genötigt, hier den normalen Mario wieder zu spielen, aber das ist ja okay. Und das Ultra-Secret, das könnte mit einer Ranke zu tun haben, die aus irgendeinem Block hier rauskommt. Im Originalen gab es ja, glaube ich, auch eine Ranke, die nach oben führt, ne? Und die suche ich jetzt und das war nicht gut. So, wo ist die Ranke? Wo ist die Ranke? So, ich hoffe, hier sind Sterne. Hier sind keine Sterne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ich hab's noch zur Röhre geschafft, aber das bringt mir nicht viel. Das bringt mir nicht viel, oder? Vielleicht doch. Vielleicht doch. Hier muss ich rein. Nein. Nein, und der Gumma, der hilft mir nicht. Oh ja, theoretisch. Nee, das kann ich nicht. Ja doch, theoretisch. Theoretisch kann ich's schaffen. Aber nee, nee, nee. Die Chance ist fast 0%. Das hätte fast geklappt. Fast hat es geklappt. Okay, wir sehen uns an dieser Stelle nochmal. Und ich habe meine Power wieder verloren. Verdammt. Aber egal, egal, egal. Wir sind jetzt schnell unterwegs. Und da war kein Stern drin. Okay, aber wir sind im Ziel, wir sind im Ziel. So, und es gibt ein Ultra-Secret. Oh yeah, oh yeah. Ich glaube, das sind die Yoshis. Ich weiß nicht. Es gab irgendwo einen Schlüssel und die Wolke hält leider nicht ewig. Und die Wolke hält leider nicht ewig. Okay, irgendwo gab es einen Schlüssel. Ich schließe das Level mal ab und gehe dann mal in den Baumeister-Modus. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Level. Yep. Ja, und ihr seht, man muss nicht Level abbauen. Und es sieht es macht trotzdem Spaß, ne? Genau. So. Egal wie gut ein Level ist, es muss ja nicht mal aufwendig designt sein. Ne? Jedes Level kann Spaß machen. Das ist das Wichtigste, der Spaßfaktor. Und der ist auch hier dabei, ne? Genau. So. Und ich will das Ultra-Secret haben. Und irgendwo war ein Schlüssel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und den werden wir mal suchen. Oh, okay, den habe ich ja vorher gar nicht bemerkt, dass der Bowser einen Schlüssel hat. Okay, das habe ich echt nicht bemerkt. Okay, gut, gut, dann ist das Secret ja doch leichter zu finden, als ich dachte. Und wir kommen auf jeden Fall, genau, wir kommen auf jeden Fall hier oben raus. Und hier gibt es viele Amiibos und wir werden schon so ein bisschen gespoilert. Aber egal, wen gibt's denn hier? Luigi und Donkey Kong und, jawohl, so, wen gibt's hier noch? Oh, mit einer, yay, okay. Sehr schön. Und, oh yeah. Aber ich finde Aioli besser, ne? Das ist immer noch so. Genau. Und ich habe mal eine Umfrage gemacht, ne? In dem einen Part. Oh, oh, oh. Jetzt interessiert's mich. Jetzt interessiert's mich, wie die Umfrage ausgegangen ist. Das muss ich ja auch noch mitteilen. Und das schneide ich noch rein hier. Das schneide ich hier rein. So, ich habe die Ergebnisse. Und zwar sind 55% für Aioli und 45% für Limone gewesen. Ja. Also, Limone, ja, du hast knapp verloren, aber du hast eben verloren, ne? Und Aioli ist auf jeden Fall besser. Leider sah ich jetzt bei der Umfrage nicht, wie viele teilgenommen haben. Vielleicht kann man das noch irgendwie einstellen. Ich werde bei Gelegenheit mal wieder eine Umfrage machen. Genau, okay. So, und das Level habe ich schon beendet. Und ich würde sagen, ich beende diesen Part auch an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer BlueX2. Und bleibt schön spritzig. Und... Ciao!